Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei LS17 auf der Talberg. Schön, dass ihr da seid. Bring noch eben die letzten Spuren Mist weg zum Verkauf. Und ja, dann geht's los mit Ackern, ne? Beziehungsweise mit Pflügen. Wird auch schon langsam heller. Was haben wir? 5 Uhr? Okay, sehr schön. Also, wir machen schön die Feldarbeit am Tag. Ist auch besser, glaube ich, ne? Auch zum Schauen. Aber wir haben die Eier vergessen. Dann verkaufe ich jetzt nur die Eier, die wir bei haben. Außer meine zwei. Hahaha. Der war flach, ne? Warte. Okay. Ja, Autofahren in Armer ist noch viel schwieriger, ne? Also, da bin ich am Schwanken. Also, wenn da einer entgegenkommt, vor allem Polizei, bin ich schon am Zittern, dass sie mich nicht rausholen. Mal eben verkaufen. 6311. Naja. 500 Euro. Haben oder nicht, ne? Wenn du an der Tankstelle stehst und die fehlen, kriegst du auch keinen Tropfen Benzin. Fahren wir direkt nach rechts. Und also nicht zum Landmaschinenhändler, wie gerade bei der letzten Tour, in der letzten Folge. Oh, 53 Tonnen. Nicht schlecht. Der lädt aus. Schluck. Perfekt. Bitte. Also bei 65.000 jetzt. Baustelle ist auch ewig hier. Ist eine von unseren Wiesen. Wir eben den Anhänger noch sauber machen. Einmal hier oben auf dem Haupthof sind. Die Eier holen, die sie wieder vergesse. Wie gesagt, die Kapazität ist nur bei 25 oder ja, 22 sogar noch.
Das Gewicht lasse ich gleich bleiben. Das dauert immer, wenn überhaupt Stunden, wenn es überhaupt mal klappt. Fendt jetzt macht jetzt keinen großen Sinn, aber der war so teuer, der kann auch mal zwischendurch eben kurz abgespritzt werden. Hier, Hanna, ein bisschen Wasser, ne? Weiß er, dass du es magst. Immer noch hier. Otto, du weißt genau, dass du der einzigste Hahn bist, ne? Dass dir nichts passiert. Ich denke mal, ich werde den hauptsächlich wieder unten brauchen, aber packen wir erstmal hier hin. Morgen soll es gewittern. Perfekt, steht da. So. Ja, der kostet 108.000. Mhm. Ah, das Düngen umstellen, das machen wir, wenn wir mehr Geld haben. Wir bräuchten dann auf jeden Fall den Güllewagen, womit wir dann vorm Flügen oder Kruppern das machen. Eventuell einen Flug, wenn wir dann nicht mehr Kruppern möchten. Ja, wenn wir nicht mehr fliegen müssen, ein Krupper, so. Der ist ja dann auch dementsprechend breiter. Eine Seemaschine brauchen wir für den zweiten Gang dann. Schauen wir mal. Erstmal finde ich das jetzt ganz cool, weil sobald angesät ist, ist alles, alle Düngestufen erreicht. Man kann echt dann sich nur noch aufs Ernten konzentrieren. Wir gestern einen Livestream hatten, natürlich auch die Idee dann einfach zu sagen, okay, nach dem, wenn der Ölrettich drauf ist, ist dann halt erstmal das bleibt das Feld erstmal so, wenn man keine Veranlassung hat oder keine Zeit, hat man zumindest kein ganz gut aus, ne? Ja. Mal die Ecke hier oben eben. Okay. Dann müsste es eigentlich passen. Nochmal an. Ist einer, so. Aus. Geht los. Ja, haben wir 8 Minuten noch gebraucht für die für Mist wegbringen. Jetzt haben wir es ja. Wir trinken. Innere Wärme. Oh, jetzt weiß ich, warum es immer so warm ist. Wollte ja die Linien eigentlich ausmachen. Nicht viel, oder? Machen wir dann bei der Folgewende.
Geht der ab, ohne dass unten ist? Ich glaube, Gruppern ist auch schneller von der Geschwindigkeit und breiter. Aber ist ja klar, der Flug, der bohrt sich ja richtig in die Erde rein und nicht gerade wenig. Das war fast perfekt. Ich freue mich schon, also heute Abend, also Aufnahme heute, das ist am Sonntag letzte Woche, also ja, um 20 Uhr Livestream machen, zusammen mit den Lightnings Bude, während Forest spielen, The Forest, bin mal gespannt. Wenn das interessant findet, schaut mal in meinem, auf meinem Kanal vorbei, in den Playlisten. Da gibt es The Forest. Denke ich, werde es in die bestehende Playlist einpacken. Also schaut das letzte aktuelle Video. Ich denke mal, es wird so 2 Stunden mindestens gehen. Sonst hat man ja gar nichts erreicht bis dahin, ne? Ja, deswegen muss ich jetzt noch sehen, dass ich die Aufnahmen für die Woche hinbekomme. Ich glaube, wir sind gerade mal beim Montag. Also, ja, genau. Nee. Was denn jetzt? Bei Dienstag sein, ja. Auf jeden Fall Anfang der Woche. Mittwoch ist greifbar nah. Und dann kommt auch schon der Freitag und zack, ist wieder Wochenende. Ja, was fehlt, ist auf jeden Fall noch ein Tag zwischen Samstag und Sonntag, habe ich letztens gelesen. Ich glaube, das ist so, das trifft es fast genau. Mir auf Arbeit steht auch mehr Arbeit an. Daher hoffe ich, dass es noch weiterhin 2 Folgen, also bis jetzt zurzeit Arma und LS am Tag geben wird. Arma wird ist für nächste Woche safe. Muss jetzt nur noch halt LS aufnehmen. Aber ich will es ja auch. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ah, jetzt aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ich muss was hochladen, sondern wir müssen ja auch hier weiterkommen, ne? Also die Felder müssen wieder bestellt werden. Wir wollen Schweine anfangen, wir müssen jede Menge Geräte schon wieder zuholen und austauschen eventuell. Ja, von daher. Also zuholen ist auf jeden Fall noch die Kartoffelernte. Möchte ja auf Feld, was ist das? Feld 14 da hinten die Kartoffeln ernten oder Rüben, aber ich denke mal, es wird eher Kartoffeln sein. Also brauchen wir für die Schweine zwar nur 5%, aber wir brauchen sie, ne? CM haben wir schon im Silo. Da denke ich mal, ich werde ja 3 Felder jetzt mal mit Mais anbauen. Kühe sind erstmal versorgt. Für die Schafe müssen wir ja nur Gras mähen.
Dafür braucht man den Güllestreuer. Den Gülle. Güllefass. 100.000. Ich möchte diesen Kleinen erst gar nicht holen. Also, es ist ja ausgeschmissenes Geld. Ich glaube, man kann auch mit einem Striegel dementsprechend das Gras, ich sage jetzt mal, düngen. Können wir uns gleich mal angucken hier. Ja, das sieht man dann hier. Okay, steht jetzt hier nicht drauf. Weil wir können es mal mit dem Striegel probieren und stellen er auf Gras. Vielleicht pflanzt er ja noch Gras nach. Mal schauen. Saatgut haben wir ja erstmal noch. Wo ist die Brücke, wo wir drüber fahren? Ja, letztes Wochenende kam auch die Wolfsmoor endlich raus. Na, endlich kann ich sagen, aber es war halt lange verfolgt worden, gehypt auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist er raus. Map-Vorstellung ist bei mir unter Map-Vorstellung Wolfsmoor. Also für eine Version 1 ist das schon sehr, sehr ordentlich. Also hat man auch gemerkt in den ganzen Streams, dass das Nordwest Gaming Team sich da richtig angestrengt haben, selber getestet haben. Das ist halt eine Map, die sie für sich gemacht haben. Und einfach die Versuche jetzt mal starten, wie es ankommt, ob der Link missbraucht wird, also woanders auf Plattform hochgeladen wird, ist halt wirklich nur über YouTube, über die Seite von Nordwest Gaming zu bekommen. Und sollte auch so bleiben. An der Version 2 sind sie auch schon, oder an der nächsten Version, vielleicht heißt sie nur 1.1 oder wie auch immer, auf jeden Fall sind schon die ersten Änderungen in Planung. Von daher könnt ihr sehr gespannt sein und weiterhin verfolgen, vor allem alle, die ein bisschen so an Mapping Interesse haben. Hin und wieder kommen dann halt auch Streams mit Mapping. Heute im Sonntagsstream hat zum ersten Mal die Lexa, also die Frau vom Ecki, gestreamt. Auch sehr nice, ne? Gerade Frauen haben ja wesentlich mehr Vorteile. Also eigentlich ein. Sie sind eine Frau. Ja, und sie hat jetzt auch ihre Stream-Ausrichtung und kann jetzt auch mitstreamen. Die wollen sich dann halt abwechseln. Ja, von daher viel Glück. Exa, willkommen auf YouTube. Wobei sie ja immer mit dabei war. Im TS auf jeden Fall. Und sichtbar. Auch als ich damals zu Gast war, kam sie später. Ich durfte bzw. ich sollte ihren Trecker nehmen. Jeder, der da schon den Sonntagsstream verfolgt hat, hat gesehen, was für einer es ist. Aber egal, Hauptsache PS. Von daher fahre ich mit fast allem. Und wenn ich es mir aussuchen kann, ist es halt ein Fendt oder ein Deutz Fahr, ne? Wobei der MB-Truck auch nicht schlecht ist. Je nachdem, was man halt immer machen muss. Ich möchte halt mit dem hier ungern in die Hallen und sowas reinfahren müssen bei den Tieren. Eigentlich nur bei den Kühen. Alles andere ist ja außerhalb. Ja, und das war wieder die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder, oder? Tschüss.